Ja, hallo, hier ist der Quert und ich heiße euch willkommen zu einem neuen Video. Und im Hintergrund habe ich tatsächlich noch ein Halo 5 Gameplay rausgekramt, von dem ich insgesamt sogar noch ziemlich viele habe, weil ich in letzter Zeit echt wenig Videos, so an sich zumindest so, ja doch, eigentlich wenig Videos gemacht habe. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir in letzter Zeit alle drei irgendwie wieder halbwegs viele machen. Gut, ist mal vielleicht nicht unbedingt auf unserem Kanal, aber auf seinem kann man auch definitiv mal wieder vorbeischauen. Darauf wollte ich aber nicht hinaus, sondern insgesamt höre ich mich vielleicht anders an. Was daran liegt, dass ich mir tatsächlich ein neues Mikrofon gekauft habe, nachdem ich mir gedacht habe, mein altes, das rauscht und bla, und ich meine, es hat es getan für das meiste. Aber da jetzt irgendwie jeder angefangen hat, sich ein neues Mikro zu holen und ich als einziger nur noch so ein scheiß Mikro hatte, in gewisser Weise, habe ich mir gedacht, ah, okay, vielleicht ist es dann doch Zeit, sich mal ein neues zu holen. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich mir gleich ein USB-Mikrofon, weil die einfach von der Qualität her deutlich besser sind als die mit der Klinke. Und, sieht ihr noch? Nein. Alter, doch, tatsächlich. So ein Mist. ein Kampf der Giganten. Assault Rifle versus MP. Tja, die MP macht aber schon, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich habe fand immer in Halo 5, dass sie stärker war als das Assault Rifle. Egal. Auf jeden Fall war es ziemlich behindert, weil der Postbote hat geklingelt und ich habe natürlich noch gepennt, wie das halt so ist. Wenn man mit den Prüfungen fertig ist, so gerade irgendwie nichts zu tun und frei, dann verschiebt sich so der Tag-Nacht-Rhythmus etwas. Und es war halt schon, also mit so 9, ich glaube es war gar nicht mal 9, es war so, obwohl, 9:30 sowas rum. Für meine Verhältnisse schon verdammt früh, sehr früh. Und dann hat er da geklingelt, ich dachte mir, oh fuck. Also ich hab ihn davor schon gehört, weil ich war schon nur noch so am Dösen, weil ich schon davor aufgewacht bin. Und hab dann rausgeschaut und schon gesehen, dass da das DHL-Auto steht. Und dann dachte ich mir, ja scheiße, jetzt musst du. Und dann habe ich versucht schnell aufzustehen, aber hat dann schon geklingelt, dann habe ich ihn unten reingelassen, wie er dieses, ne, wie es halt bei Wohnungen so ist, wo dann oben, wie nennt sich das, keine Ahnung, drückt und dann geht unten die Tür auf jeden Fall. Und oh, da habe ich noch Gelb als Farbe benutzt. Faszinierend, hat mich gerade verwundert. Egal, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dachte, ja, da wird es ein bisschen brauchen, die Treppen hochzugehen, weil deswegen kann ich mir zumindest noch hier, damit ich nicht im Bademantel dastehe, weil das kommt halt schon irgendwie ein bisschen, naja. Und habe mir dann halt noch was angezogen und kurz so kaltes Wasser übers Gesicht, damit ich nicht ganz so verschlafen wirkt. Und dann war der einfach schon wieder weg. Und dann dachte ich mir schon, scheiße, jetzt musst du es irgendwie bei diesem irgendeinem DHL sonst was Lager abholen. Und es dauert dann wieder Ewigkeiten, hast dich schon so gefreut, weil dieses komische, ich habe mir noch so ein Gestell und so einen Popschutz dazu gekauft. Das Ganze ist dann gestern schon gekommen gewesen und das Mikro sollte dann heute kommen. Da dachte ich mir, oh Mann, weil ich mich gestern schon so gefreut hatte, dadurch, dass das andere eben verfrüht gekommen ist, dachte ich vielleicht, ah, das Mikrofon kommt vielleicht auch einen Tag früher. War nicht so. Naja, und dann war der eben schon wieder weg. So, das einzige Problem, was ich jetzt bei dem neuen Mikrofon habe, ist die Tatsache, dass mein PC zu laut ist. Also ich habe jetzt zwar kein Rauschen mehr an sich, weil die Klinke natürlich nicht mehr da ist. Und das ist ja normalerweise was immer Rauschen erzeugt, dadurch, dass einfach die Klinke am Mainboard und ja, alles und die Umwandlerzeug von digital zu analog oder andersrum vielmehr einfach meist ziemlich billig sind, weil die Mainboard-Hersteller halt auch irgendwie Geld sparen wollen, schätze ich. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, yo, kaufst du dir ein USB-Mikrofon, um genau das zu umgehen. Und jetzt hört man halt, weil das Mikrofon zu ja, empfindlich ist scheinbar, mein PC-Rauschen im Hintergrund. Was nämlich auch nochmal eine Sache für sich ist, weil ich an meinem PC, also ich glaube jetzt endlich den Culprit, den Übeltäter herausgefunden zu, also festgestellt zu haben. Ich glaube, es ist nämlich mein CPU-Lüfter. Aufgrund der Tatsache, dass ich den Standard-CPU-Lüfter, der mitgeliefert war, benutze, was man normalerweise nie tun sollte, wenn man irgendwie halbwegs ernsthaft was macht. Tatsache war aber, dass durch meine CPU- und Zusammenbau-Fails, die sich ja längere Zeit ergeben haben, mir die Wärmeleitpaste ausgegangen ist für meinen fetten CPU-Block und dann musste ich wieder zurück auf den normalen. Und jetzt muss ich langsam mal schauen, dass ich endlich mir Wärmeleitpaste kaufe. Ich meine, so teuer ist die jetzt auch nicht. Die kostet irgendwie so
6 Euro oder so. Bis 8, keine Ahnung, je nachdem, was man für eine kauft, kriegt man natürlich auch billiger. Und einfach mein CPU-Lüfter, den ich mir extra gekauft habe, den dedizierten CPU-Lüfter, mal reinhau. Weil ich meine, sonst wären die 26 Euro komplett verschwendet. Und ich habe darauf gar keine Lust, weil der ist irgendwie so fett und der passt eh kaum. Also hätte ich, glaube ich, keinen Big Tower, würde der überhaupt nicht in mein PC-Gehäuse reinpassen. Und deswegen habe ich da Angst gehabt eh schon. Und ich habe auch echt keine Lust, den da wieder reinzumachen. Weil dann muss ich hinten auch noch so diesen CPU-Lüfter-Sockel in gewisser Weise ändern. Oder Haltung oder so, was auch immer das sein soll. Und damit das da reinpasst, hatte ich Glück. Mit der Pistole habe ich nämlich echt immer verschielt in diesem Spiel. Das war wirklich Wahnsinn. Ich finde es endschwer zu treffen, Halo 5. Oder fand es am Anfang endschwer zu treffen, weil ich war eh end der Scheiße. Ich hatte keine Ahnung. Halo 5 war ich echt schlecht. Und bin höchstwahrscheinlich immer noch. Aber ich freue mich schon so, wenn es draußen ist. Naja, genau, und jetzt muss ich eben schauen, dass ich mir Wärmeleitpaste hole, damit das Ganze dann da mal wieder fließt. Und ich einen anderen CPU-Lüfter reinmachen kann, damit mein PC hoffentlich nicht mehr ganz so laut ist. Ich meine, das Gehäuse ist schon relativ laut, weil da viele Lüfter drin sind. Das ist aber auch schon entalt, irgendwie ist es schon 5 Jahre alt oder so. Als ich mir mal geplant hatte, zuerst einen PC zu kaufen und das dann nie verwirklicht habe, Ewigkeiten. Naja. Ich meine, ist ja auch schon fast schon so ein Running Gag gewesen in meinen Videos, wo ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt bald einen neuen PC. Oh, und da ist schon Sieg. Ich wollte eigentlich noch sagen, es kommt demnächst noch ein E3-Talk, wo wir mehr über Halo 5 reden, von uns dreien, den der Psycho bald hochlädt. Dann kommt hoffentlich bald von mir auch das zweite Vlog, von wo der Psycho hier bei mir war. Und dann habe ich alles gesagt. Ja, war nicht der Beste, aber bin wenig gestorben. Dachte, ist vielleicht schön zum Ansehen, hoffe ich. Und Halo 5. Halo 5 ist cool, auch zum Ansehen. Ja. Ciao, tschüss, sagt der Quert.